Jo Leute, herzlich willkommen hier auf Eikuchen. Ich habe ja gesagt, ich will jetzt öfter Videos machen, wo ich einfach nur über irgendein Thema laber. Und heute geht es mal um diese ganze, das ist ein Kindergarten-Geschichte in den Kommentaren, die ich öfter mal auch zu dem Sia-Video gelesen habe. Also ich persönlich finde, Leute, die sowas schreiben, sind mit die dümmsten Menschen auf diesem Planeten. Das heißt übersetzt, ihr sollt euch von meinen Kanälen verpissen, ihr Wichser. Ich persönlich mag Beefs wirklich mega krass und ich bin auch keiner, der Beef-Geschichten jetzt unbedingt aus dem Weg geht. Also ich sage mal, wenn irgendwer ein Problem mit mir hat oder ich Problem mit irgendwem habe und wir wirklich eine Menge Streitigkeiten auch haben, dann kann es gut passieren, dass ich halt so ein Video wie gegen Sia droppe. Das ist einfach so mein Stil und auch meine Art auf YouTube, die ich so vertrete und das schon jahrelang. Und das Einzige, was ich persönlich dann in Beef-Geschichten nicht so cool finde, ist, wenn es über die Internet-Ebene herausgeht, wenn wir zum Beispiel sagen, wir schlagen uns oder man generell so tagelang vorher, wie ich und Sia zum Beispiel, uns auf Twitter anpissen. Das zum Beispiel ist mega kindisch und unnötig, das sehe ich auch selber ein, das war komplett bescheuert. Das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel den Farid Bang Beef unglaublich kindisch finde, weil die fronten sich eigentlich die ganze Zeit gegenseitig auf Facebook. Ich meine, dann sollen die einfach zwei Diss-Tracks gegeneinander machen und dann ist gut, ne? Aber so dieses monatelange Rumgebitsche ist sowas von unnötig, ne? Von beiden Seiten einfach, das gibt's nicht. Aber ich persönlich finde, Beefs sind eigentlich auch mega unterhaltsam, gerade wenn man halt wirklich, wenn beide nur ein Video produzieren. Also ich habe ihn gefrontet, wenn er das jetzt versucht zu entkräften und das war's dann, ist der Beef eigentlich vorbei. Und ich sage mal, wenn er jetzt ein Video macht darüber und jetzt nicht kompletten Müll labert, den ich einfach nochmal erwähnen muss, dann kommt auch von mir kein zweites Video. Weil der Beef ist dann halt auch einfach irgendwann durch. Man schreibt vielleicht nochmal einen Kommentar oder so, aber dann ist auch der Beef zu Ende, weil die Leute interessiert das dann irgendwann nicht mehr. Und wie gesagt, wenn man das ja halt wirklich monatelang durchzieht, ist es halt auch einfach irgendwann kindisch. Viele meinten auch immer, ja, klärt das doch privat oder so, wenn ihr Probleme habt, etc. Das sind aber alles Sachen, die auf einer YouTube-Ebene passierte, sage ich mal. Der Bann, okay, der war bei Hitbox, ne, aber dass er irgendwelche Leute blockiert, dass er hinterlistig ist und so weiter, das ist ja alles eher so auf der YouTube-Ebene passiert. Und natürlich trage ich diesen kompletten Streit dann auch auf der YouTube-Ebene auf und mit den Stilmitteln, die ich schon immer benutze. Und das sind halt Videos zu erstellen, die der Person, sage ich mal, naja, nicht unbedingt schaden sollen, aber die die Person im Endeffekt halt irgendwie zerstören soll, beziehungsweise schlecht dastehen lassen soll. Und ich meine, hätten wir uns jetzt, wäre jetzt irgendwas Privates zwischen uns gewesen, wir sind irgendwie auf der Straße lang gegangen und er schubst mich oder sonst was, dann hätte ich das natürlich privat geklärt, ne? Aber sowas, was wirklich öffentlich ist und auf der YouTube-Ebene halt wirklich passiert, das kläre ich dann eben auch auf dieser Ebene und nicht privat. Das sind schon immer meine Stilmittel und das mache ich schon immer so. Und dass sich jetzt auf einmal Leute beschweren, das checke ich halt gar nicht. Vor allen Dingen, ihr kennt euch irgendwie besser in unseren Beziehungen aus, die wir haben, als wir. Weil auch unter dem Ernstling-Video schon, unter dem Sia-Video, jedes Mal lese ich immer wieder, ihr wart doch Freunde. Ich meine, ich hatte mit Ernstling vor dem Video monatelang eigentlich gar nichts zu tun. Wir haben uns einmal getroffen und dann haben wir eigentlich nie wieder geschrieben, großartig. Und genauso mit Sia. Ich meine, ich habe jetzt mit dem ein bisschen mehr zu tun gehabt als mit Ernstling, aber wir haben jetzt auch nicht jeden Tag irgendwie geschrieben oder uns die ganze Zeit hochgelobt oder so. Oder ich war auch nicht immer in seinem Stream. Ich war halt ab und zu mal da, habe mit ihm einmal in einem Monat oder so geschrieben und das war es halt einfach. So, das ist keine Freundschaft. Ja, ich glaube, ja, ihr checkt irgendwie unsere Beziehungen einfach nicht. Also ich bin einer, ich habe persönlich mit den Leuten relativ wenig zu tun. Also seit dem Sia-Video habe ich mit Wohlstandsmann und iPadOut recht viel zu tun. Und mit Lenny VK schreibe ich hin und wieder, mit Schizophrenic Blog schreibe ich hin und wieder. Aber sonst sind da eigentlich so keine größeren YouTuber, mit denen ich irgendwie noch irgendwas zu tun habe. Ja, und ihr checkt das irgendwie alle nicht. Ich glaube, ihr denkt auch, ja, ne, die machen die gleichen Videos. Ah, die habe ich da schon mal zusammen gesehen. Das sind bestimmt beste Freunde. Und das ist halt einfach eben nicht so. Na, mal abgesehen davon auch die Leute, die rumheulen. Ich meine, genießt doch einfach mal die Show. Ich meine, für mich persönlich ist das wirklich nur eine YouTube-Sache. Okay, natürlich dieses Hinterlistige und so weiter, das schmälert auch mein privates Bild von dem Sia. Das ist natürlich ganz klar, weil sowas geht einfach gar nicht. Ich meine aber dennoch ist es wirklich, oder sind die Videos dazu da, euch zu unterhalten und das solltet ihr einfach mal genießen. Die besten Videos werden durch solche Beefs produziert. Weil wie ich schon gesagt habe, im Normalfall hat jeder nur ein Video, um den Gegner wirklich anal zu vergewaltigen. Und wenn er zwei, drei Videos dafür braucht, dann puncht das schon an sich nicht mehr, weil er einfach so eine Masse an Videos braucht. Und ich meine, für so ein Beef-Video, wie zum Beispiel gegen Ernstling oder gegen Sia, da stecke ich viel mehr Zeit rein, da gebe ich mir viel mehr Mühe beim Schneiden, beim Scriptschreiben etc., als wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Death Note oder Hearthstone-Video mache. So, genießt doch einfach mal das Produkt, was ich euch da hinstelle. Ich meine, das ist halt wie gesagt nur auf einer YouTube-Ebene. So privat hätte ich momentan nicht unbedingt so viel, wie ich auf YouTube gegen ihn hätte. Und da solltet ihr einfach so einen Unterschied machen. Es ist nicht Tim Hate, der Sia gepuncht hat, sondern Kuchengeschmack, meine Kunstfigur. Im privaten Leben wäre mir sowas scheiße
scheißegal. Aber auf der YouTube-Ebene bin ich nun mal einer, der Leute zerstört, der seine Meinung sagt und der nichts auf sich sitzen lässt. Und deswegen erstelle ich solche Videos. Und auch Leute, die irgendwie sagen, ja, du verscherzest dir mit jedem. Ich meine, ich habe noch so viele Kontakte, ja. Also das checkt ihr irgendwie auch nicht. Ihr wisst gar nicht, mit wem ich alles irgendwas zu tun habe. Und ich meine, den Zia, den mag ja wirklich niemand auf YouTube. Ja, das war's eigentlich soweit, was ich zu dem Thema einfach mal sagen wollte. Und ja, wir sehen uns dann morgen in einem Joke Your Life auf KuchenTV und bis dahin, tschüss, ihr Nutten. Okay, thanks, bye.